Das müsste dann nämlich der Magierraum sein. Also ja, am besten hier runtergraben. Moment, das ist Titan. Halt, 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 halt. Das ist Titan. Holt mir das Titan. Und da drüben noch das Drachenblut, bitte. Du bist abgegradet. Du kannst nicht abgegradet werden. Du bist noch Level 10. Und du brauchst noch ein bisschen, aber egal. Da ist auch noch Titan. Da ist Titan und ein bisschen Drachenblut wäre da auch noch. Da ist noch viel mehr Drachenblut. Und ja, man merkt, meine Zwerge sind irgendwie ziemlich schnell geworden jetzt. So, als nächstes, ja, wollte ich auf die Wirtschaftsspezialisierung. Ja, sehr schön. 20 Titan und dahinter ist noch mehr. Dann kann ich nämlich meinen Fernkämpfer auch noch upgraden. Und mit dem Drachenblut könnte ich theoretisch auch noch meinen Nahkämpfer upgraden. Wenn er mal Level 15 erreichen sollte. Also entweder habe ich damit die Geschwindigkeit erhöht. Diese Verbesserung lässt Zwerge noch schneller graben. Wahrscheinlich bewegen sie sich einfach wirklich schneller jetzt. Noch mehr Titan. Und noch mehr... Ah, das Geräusch nervt. Und du wirst jetzt ein Scharfschütze. Jo. Mit einer coolen Brille und einer dicken Armbrust. Ja. So, den Zwergen einen Ausgang und dann geht's jetzt ja hier am Drachenstein runter. Ja, wirklich weit runtergraben müssen wir nicht, um in die nächste Ebene zu kommen. So, der Zwerg gräbt. Da ist er ausgegraben, ausgehöhlt. Ja, und Nahrung kommt wirklich gut rein. So, da ist noch so ein Hacker. So, der kann jetzt zu uns hochkommen. Und meine Truppen kommen zu ihm runter. Sehr gut. Mein Scharfschütze sucht das Weite, weil mein Nahkämpfer ihn schon umgenietet hat. Auch gut. So, von hier aus buddeln wir jetzt nach hier. Und dann kommen wir genau in den großen Saal rein. Hey, hey. Ah, aber wir müssen noch genügend Blöcke ausgraben. Na, das dürften wir auch noch hinkriegen. Zur Not lasse ich sie einfach... Also ja, ich lasse sie einfach hier wild Blöcke ausgraben. Das ist auch kein Problem für mich. Wenn ich ihnen sage, sie sollen hier... hier Blöcke ausgraben. Ich habe ja eh genug Zwerge, die was zu tun brauchen. So, hier ist übrigens noch etwas Gold. Und da ist jetzt noch ein Raum mit einem Goblin-Kanonier und einem
Goblin Hack. Ach so, die heißen alle Hacker, nur sind sie von der Farbe und vom Level her unterschiedlich. Oh, die haben schön viel Eisen hier gebunkert. Das nehme ich doch gern mal an. So, ja, du komm. Du kommst. Und die anderen kommen auch alle. Forge. Ja, den kriegst du alleine tot. Das glaube ich dir gerne. Aber der andere, um den mache ich mir etwas Sorgen. Genau, der macht nämlich übelsten Schaden. So, jetzt bin ich mal auf dich gespannt, was du vorhast. Du bist wirklich ein toller Scharfschütze. Wow, das war wirklich knapp für dich. So, dann würde ich mal sagen... Erstmal hole ich mir die Blöcke. Weil das ist das geringste Übel, hier einfach mal denen zu sagen, sie sollen ein bisschen ausgraben. Da stößt man nämlich auf so einiges, zum Beispiel noch mehr Obsidian. Und lose Blöcke könnt ihr ja ziemlich schnell ausgraben. Ja, ich kümmere mich jetzt erst um die King's Quest. Ja, dass die immer explodieren müssen. So. Einfach mal den Raum hier aus. Ja, genau. Hüllt den Raum aus. Da verschieben wir einfach mal unsere Basis nach da unten. Das ist doch eine Idee. Also zuerst das hier. Dann kann ich nämlich alle vier mal nach da unten verschieben. Und dann noch die Betten. So. Und den Esstisch. Hier neben die Fahne. Jawohl. Und wir haben fast die Blöcke geschafft, die wir brauchen. Yay. Ich soll sie noch ein bisschen trainieren lassen. Und zwar... Also erstmal die Forscherverbesserung. Das ist schon mal nicht schlecht. Und dann sollte ich sie trainieren lassen. So. Dazu schnappe ich mir den hier. Schicke ihn mal hier runter. Und wir haben die Blöcke ausgehöhlt. Gut. So, geht trainieren. Dir helfe ich mal ein bisschen nach, dass du schneller zum Training kommst. Und wo ist der dritte? Achso, du bist da oben. Weil du könntest auch noch... Training gebrauchen. Die hätte ich eigentlich nämlich auch gerne noch auf dem nächsten Level. So, jetzt gehen wir mal zu den Forschern, dass ich euch das auch mal zeigen kann. Genau, Turmalin brauchen die 400, um verbessert zu werden. Deswegen sage ich ja, es ist immer gut, Turmalin zu haben.
So, und jetzt bist du ein Superforscher. Und du bringst mir ziemlich viele Forschungspunkte. 46. Mit einem Tick. Er bringt nur 18. Gut, er ist 4 Level höher. Aber trotzdem. Die Tische sind gleich, das zählt also nicht. Ihr seht, was der Sprung jetzt ausgemacht hat. Also ist es immer gut, Turmalin auf Vorrat zu haben. Jetzt gucken wir mal, was wir noch so... Meisterforschungstisch könnten wir bauen. Guckt euch das an. Der ist sogar... Nein, der ist immer noch genauso groß. Aber egal. Den werden wir in späteren Missionen auf jeden Fall brauchen. Pflanzen haben wir geguckt. Holzpflanzen könnte ich auch eine neue Sorte anpflanzen. Aber Holz haben wir, genügend. Böden dürfte... Ja, okay, es gibt hier die neuen Obsidian- und Drachenglasböden und so. Genauso wie mit den Mauern. Und ich glaube sogar auch, ja, mit den Türmen. Wandgemälde, die haben wir bislang auch noch nicht platziert. Die sind nämlich auch nicht... Machen nämlich auch was her. Hier haben wir hier hinten auch neue Sachen. Eine Cerberus-Wächterstatue zum Beispiel. Und wir haben wieder einen neuen Forschungspunkt. Beleuchtung ist irrelevant. Fallen haben wir noch keine verbesserten, weil wir noch keine verbesserten erforscht haben. Ja, und das war's auch schon. Betten könnten wir gucken. Ja, da hätten wir halt noch die Marmorbetten. Das sind die High-End-Betten. Zwergenblätter der glorreichen Vergangenheit. Die sind auch nicht schlecht. Die kosten allerdings Turmalin. Die kosten halt Marmor. Ja, und hier mit den Truhen ist es dasselbe wie mit den Truhen hier. Das heißt eigentlich die Truhe hier am besten. Wobei die Truhe hier macht auch was her. Dafür bräuchten wir allerdings mehr Mauerstein. So, zurück zu unseren Kriegern. Du bist bereit, ein Unsterblicher zu werden. Jetzt lassen wir die hier noch zu Ende trainieren, also bis die... Hä? Ich dachte, du wärst müde. Nein, bist du nicht. Lassen wir die noch zu Ende trainieren. Und guckt, Nahrung ist auch wirklich kein Problem mehr. Wir könnten hier das Gold holen. Also das Geld. Platin. Ah, das ist Platin. Na also, wenn man drüber fährt, dann sieht... Mit der Spitzhacke drüber fährt, dann sieht man, was es ist. Ah, jetzt habe ich... Jetzt weiß ich sie doch. Und Obsidian. So, Leitern. Eine Höllenleiter. Nein. Eine Titanleiter. Einfach eine ganz normale Holzleiter. So. Und ich glaube, das da unter uns ist schon wieder Bedrock. Ja. Also dieser Bedrock hier. Wo willst denn du hin? Hier unten sind genug Schlafplätze für dich. Jetzt hat er auf einmal wieder volle Energie. Habe ich irgendwas verpasst? Düngesteinverbesserung, alles andere ist irrelevant. Mein Handwerker, der wahrscheinlich immer noch in der Gegend ist, könnte noch ein Bett platzieren. Ein Marmorbett ruhig. So. Ja, da ist mein Handwerker-Zwerg. Ich glaube, ich habe aus Versehen irgendwas verbuggt gerade eben mit ihm, dass er wieder volle Energie hatte.